Treffen, meinst Genau, du? treffen wäre nice, oder? Alles klar. Ja gut, offiziell dümmster Mensch der Erde hat sich geoutet. Ja, ich hab's Nein. gesagt, ich hab's gesagt, ich hab gesagt. Warum, wer wird Sieger sein? Wer besteigt den Thron und wer bricht vorher ein? Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur nächsten Folge von Varo 3 und direkt auf den Server ab geht's. Hey Phasen. Okay, hallo. Wir machen direkt im Anschluss weiter von der letzten Folge. Und wir haben immer noch unser Enderman-Problem. Ich bin gespannt, wie wir das lösen. Und hoffe, dass wir da jetzt nicht irgendwie dabei zu viel riskieren. Ja, und vorhin haben wir auch noch eine kleine, was heißt eine kleine, etwas größere Höhle gefunden eigentlich, wo noch Eisen war. Da war aber noch ein Creeper, der das ein bisschen verdeckt hat. Das ist, glaube ich, eine Fledermaus, ist das okay? Gut, ich baue mal das Eisen ab und dann würde ich sagen, machen wir gleich noch Full Iron, ne? Simon? Ja, warte, ich kämpfe gerade Also, gegen ich Enderman. dachte. Hab den Enderman getötet. Okay, Okay. hat nichts gedroppt. Ich dachte irgendwie, dass dein Mikro wie letztes Mal Achso, einfach ja. Nee, das ist ausgeht. gut. Manchmal habe ich so ein paar Mikrofonprobleme, dann musst du direkt Bescheid sagen. Dann stelle ich schnell um. Aber es ist gerade alles gut, du hörst mich, ne? Ja, gerade Okay. passt alles. Supi. Guck mal, ob Okay, ich du habe jetzt noch ein. sechs Eisen noch. Ich denke, Okay, das ich gebe dir noch Eisen mit, schmelz dann. Ich gehe noch schon mal ein Stückchen weiter. Kannst gut. du noch kurz ein paar Fackeln geben? Hast du gerade noch ein paar Fackeln zu mir? Fackeln. Ich gebe dir mal so für vier. Reicht das fürs Das Essen? reicht, das reicht. Geh mal in diese Okay. Richtung. Schmilzt du mal? Gut. Machen wir das hier so. Sollen wir uns mit Debito und Deadsheep treffen? Treffen, meinst du? Genau, treffen wäre nice, oder? Ja, aber wir wissen ja nicht, was die haben bis jetzt. Ja. Also, wenn wir Full Iron Oh. haben und so, können wir gerne machen. Ich habe halt auch noch, warte, wenn wir Flint finden noch, dann habe ich Federn und Sticks und dann können wir schon mal ein paar Pfeile machen. Wäre nice. Und ja, Strings haben wir auch noch. Flint kann man sich selber unendlich erfarmen, indem man einfach wieder Gravel mit einer Schaufel abbaut, ne? Ja, klar. Oh, da muss Kohle rein. Nicht dumm. Da muss nichts mehr rein. Gut, ich kann mir jetzt, Moment. Ich kann mir jetzt Eisenhandschuh machen. Ich mach das mal. Ich mache mal hier ein Zeichen, dass wir hier noch weiter müssen. So, warte. Eins. Haben wir noch eins? Gut, ich könnte einen Helm machen. Ich bringe jetzt noch 8 Eisen mit. Dann haben wir, glaube ich, genug für alles, oder? Acht Eisen, okay. Ja, da haben wir. Also soll ich mir schon mal den Helm machen für mich? Ja, kannst du machen. Ja, Gut. klar. Ich finde es immer sowieso besser, wenn wir zuerst die Sachen direkt machen. Falls jemand kommt, dass wir dann auf der sicheren Seite sind, weißt Gut, okay, jetzt sind wir schon mal ein bisschen sicherer, auf jeden Fall. Ist noch was drin von dir. Gut. Hast du zufällig noch Fäden? Fäden. Ja, Fäden, damit wir uns halt später Bogen Nee, ich craften habe noch können. keine Spinne getötet. Ich habe gar keinen einzigen Faden. Okay, aber ich habe zwei und wir bräuchten eben sechs. Zwei Bögen. Die Sache, ich habe nur noch 4 gebratenes Fleisch. Ich würde aber Okay. gerne, ich würde aber ungern jetzt an die Oberfläche. Ich würde eigentlich gerne mal die Höhle weiter und dann halt Diamanten. Schau mal, ich habe da noch Raw Chicken denn jetzt. Ah, sehr gut. Ich habe auch noch rohes Fleisch. Stimmt. Hör, ich bin dumm. Ich habe noch rohes Fleisch. Guck mal. Da ist Ja. voll viel drin. Okay, reicht. Ich mache mir auch einen Helm jetzt, ne? Ja. Ich habe jetzt noch ein Eisen über. Ich habe noch zwei über. Dann könnten wir uns einen Eimer machen. Gut, ja, Oder ich sollen gebe wir, das oder mal. was sollen wir machen? Oder einen Flint and Steel. Nee, lieber einen Eimer. Ich hole mir das Wasser, was da vorne war. Ja, okay. Ein Wassereimer ist manchmal Wobei, wirklich. Nee, ein ich Wassereimer sag's. ist lebensrettend. Ja, natürlich, aber ich sag's mal so, wenn die Beater und Dead Sheep jetzt auch zum Beispiel Full Iron haben, dann macht ein FNS da viel aus bei einem Kampf. Ja, aber wenn die Lava-Eimer haben und uns treffen, oder wenn die voll allerdings, wenn wir ein Ja, Wassereimer. okay. Also, Ja, ich sag natürlich, also mal. zum Wassereimer zum Retten, natürlich, aber Ja, wir andererseits finden am jetzt noch besten. mehr, wir finden jetzt noch mehr. Ja, natürlich. Wenn alles gebraten ist, nehmen wir jetzt die Öfen mit und gehen runter. Okay. Haben die geschrieben Gut. nicht? Nicht? Okay, die wollen sich nicht treffen, dann gehen wir weiter runter. Okay. Abgehoben. Die antworten uns nicht. Abgehoben. Wieso willst du wieder auf um? Ja, bis wir die halbe. Was? Bis wir uns haben, Wir die uns haben halbe. es nicht bekommen. Ja, Wo? schon sind sie wahrscheinlich weit weg. Na dann. Wir sind Mitte. Okay, bauen wir ab. ja, können wir machen. Da ist nichts mehr drin. Boah. So, okay. Gut. Okay, wir gehen da weiter, wo der Enderman war. In die Höhle runter. Okay. Ja, dann meinst du jetzt hier lang, Ja. dann links? Okay. Da lang und dann links. Genau. Hier habe ich einen Block gesetzt, weil hier war ich links und rechts noch nicht. Ich gucke jetzt mal kurz hier. Ich glaube, Wegweiser. ich mach mal kurz neue Fackeln. Oh, du hast noch ein Okay. paar? Ja, ich habe noch, also Nee, hier ist nichts mehr. ich. Nee, oh, doch, doch.
Da? Doch, doch, das ist noch was heute. Du hast die ganze Kohle, oder? Kann das sein? Kohle, 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 Kohle. Hier ist 12 Kohle, bitte. Danke. Ach stimmt, man braucht ja gar kein Crafting Table, um Fackeln zu machen. Bin manchmal ein bisschen hohl. Ich habe einfach zu lange Minecraft gespielt. Kohle abbauen hat auch einfach den Effekt, dass man dadurch levelt, ne? Und wir haben halt, Ja, hast du mal ein paar mehr. Oh, danke. So. Das ist auch noch ein bisschen Kohle. Meine Spitzhacke ist jetzt fast kaputt, ich mache gleich eine neue. Ja, du kannst die nochmal solange die hier haben. Da okay. Ist Sackgasse. Ja. Ich wollte nur ein bisschen Kohle wieder mitnehmen. Gut, okay. Okay, dann in die andere Richtung, oder? In die andere Richtung, genau, ja. Wir sind auf Höhe. Koordinaten muss man ausblenden, ne? Ja, ja, Koordinaten am besten ausblenden, weil sonst kann das sonst zu Fängnis werden. Wir sind jetzt auf Höhe. Ich bin grad dumm. Wo ist denn die Höhe? Bei 1.8 weiß ich das nicht. Ich weiß auch gerade nicht. Warte mal. Ah, Sky. Nee. Nee. Keiner. Nee. Hä, bin ich denn hohl? Bitte. Doch. Ja, wir sind auf Höhe 13 hier. Das ist genau Diamantenhöhe. Da unten ist noch was, da unten ist noch was. Da ist gerade Ja, runtergefallen. Sehr, sehr gut. Und hier ist Diamantenhöhe. Also wir sind auf Diamantenhöhe. Welche Höhe sind wir? Wir sind Höhe 13, genau hier ist Höhe 13. Achso, okay. Also wenn wir jetzt tiefer gehen, ist unter der Diamantenhöhle Höhe. Aber hier haben wir natürlich mehr Fläche zum Ab. Ist die Beste nicht irgendwie 6 bis 10? Ich dachte, also so, ich dachte so 13. Ich hab, ich hab da letztes Mal was gelesen, deswegen bin ich mir da gar nicht ganz sicher. Machen wir eben auch mal eine neue Pickaxe und eine neue Schaufel. Machen wir erstmal das. Und der Pickaxe kann ich schon verwenden, okay. Okay, hier ist nix. Sollen wir ein bisschen Strip mine oder denkst du Zeitverschwendung? Wir haben jetzt 7 Minuten ungefähr, oder wir haben ein bisschen weniger als 7 Minuten. Ja, wir haben noch Essen und alles. Ja, lass uns mal. Ich lass uns mal einmal hier einen Gang graben. Okay. Ich baue dann zwei daneben, ne? Okay. Ungefähr. Aber sind wir jetzt ziemlich, jetzt bin ich so. Ja, warte, hier mach ich das. Okay. Jetzt ist Höhe. Ich habe wieder Eisen gefunden. Hier ist Höhe 10. Das Eisen gefunden, ja gut. Ich nehme einfach mal mit. Brauch ich mal. Ich mach das so. Die Richtung weiter. Okay. Ich weiß nicht, ob jetzt Strip Mine. Ich fühle mich bei Strip Mine immer so ein bisschen scheiße. Weil es halt so, am liebsten erkunde ich halt Sachen, die schon da sind, weißt du, so Höhlen, die man halt schon so hat, ne? Aber wenn man so wirklich auf Glück dann drauf losbaut, oder halt ja, also drauf los. Gerade wenn man halt so das Gefühl hat, man hat, steht unter Zeitdruck, gerade wegen. Ich habe noch eine Nebenhöhle gefunden, perfekt. Okay, warte, ich komm mal zu dir, okay? Yep. Ah, das ist nur eine ganz kleine Wasserhöhle. Schade, hier sind auch keine Diamanten, die irgendwie abgezeichnet sind. Aber weißt du was, du kannst mal in die Gänge ein bisschen reingucken. Weißt du, was ich meine? So, ja. Grab mal so ein bisschen in die Gänge rein. Ich schau jetzt auch mal in alle Richtungen. Ich hab mir eben eine neue Pickaxe jetzt. Zack. Okay. Okay. Schade, nur so eine Mini-Höhle. Das nicht. Da auch nicht. Die baue ich mal wieder ab dann. So. Okay. Ich guck mal ganz kurz mal in diese Gänge. Die wir hier, ich guck mal so ein bisschen die Gänge rein. Wie Granit. Also ich glaube 13 ist die beste Höhe. Also soweit ich das weiß, aber vielleicht das sind das doch veraltete Informationen. Weiß ich nicht. Also ich habe auf jeden Fall nochmal gelesen. Irgendwie 6 bis 10. Echt? Aber ich bin mir gar nicht sicher. Nee, keine Ahnung. So, das ist auch nichts. Ja, schade. Wir wollen einfach wieder drauf los? Ja, ja, meinen drauf los. Okay. Die letzte Zeit von der Folge, wir werden diese Folge jetzt zum Minen verwenden. Wir sind voll Iron, das ist voll okay. Ich habe jetzt auch noch so viel Eisen, dass, also wir können alles noch machen. Wir können noch unsere Rüstung, die haben wir. Haben wir beide komplette Rüstung? Ja. Gut. Oder hast du auch einen Helm jetzt? Ja, ich habe auch einen Helm. Ja, wir haben, okay. Gut. Ja, sind wir. Okay, du hast da nichts gefunden. Ich gehe da nochmal ein bisschen weiter. So ein Dia wäre natürlich was Schönes, ne? Mhm. So ein kleiner Dia?
Ich mag ja Dias. Ich nicht. Du nicht, ne? Die Scheiße, nee. Aber warum? Die Dias, wirklich, die sind echt toll. Alter Splasher. Du alter Splasher, du musst dich mal dran gewöhnen. Aber tag mich nicht mit der Side of Life. Ah, oh, dann ist auch nichts mehr. Nee, ich glaube. Ich weiß schon wieder nicht, welche Höhe wir sind, weil ich so hohl bin. Kann es sein, dass wir Höhe 43 sind? Ich habe mich vertan. Ja, ich habe mich vertan. Wir sind Höhe 43. Alles klar. Alles klar, jetzt sind wir Höhe. Jetzt habe ich die richtigen Koordinaten gefunden. Ja gut, offiziell dümmster Mensch der Erde hat sich geoutet. Hier bin ich, kann keine Koordinaten lesen. Ja gut, aber ich habe immer die Ausrede. Ich habe 3 Monate lang gar kein Minecraft gespielt. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Ich mache jetzt dadurch dafür... 5 Minuten. Dafür mache ich alles gut und finde noch ein Dia. Okay, wir sind jetzt auf Höhe. Aber du wusstest selber nicht, wie man Koordinaten liest, siehst du? Also, nein, ich habe nicht F3 gedrückt, weil ich das eh vergessen hätte. Das auszublenden, oder was? Ja. Oh Mann, Jason. Oh Mann. Versuch einfach da irgendein Symbol drüber zu klatschen, irgendein Bild oder so. Ja, ja, schon klar, aber ich meine, das... Eigentlich ist sogar fast immer besser, wenn man immer die Koordinaten hat. Dann kann man immer in seine alten Folgen zurückgucken und weiß ungefähr, wann man wo war und so. Das ist echt relativ praktisch. Wo bist denn du jetzt hin? Also ich bin jetzt da, wo diese Wasser, wo die Wasserstelle ist, bin ich weiter geradeaus. Ah, da, okay. Und dann nach unten. Dann runter. Ich bin jetzt auf Höhe 26, ich habe mich komplett vertan. Ich dachte eben, wenn wir es auch mal so sehen, wir sind nicht weit so von der Oberfläche nach unten gegangen, weißt du, wie ich meine? Also so weit sind wir nicht nach unten, als wir die Höhle betreten haben. Ja, ja, wir waren einfach ein bisschen hohl. Also ich hatte gar kein Gefühl mehr dafür. Moment. Okay. Okay, meine Eisenspitzhacke ist jetzt kaputt. Kannst du mal weitergraben? Ja. Ich mache eben einen Ofen. Geradeaus einfach? Ja, einfach da weiter und ja. Ja. Okay. Ah. Naja, ein bisschen runter. Achso, okay. Also so eine Treppe weiter runter. Fang ich mal von hier an. Wir sind auf Höhe 17. Also wir sind jetzt gleich auf Dings. Also irgendwie auf 10 oder so, meinst du? Ja, ich würde sagen, so von 6 bis 13 ist alles möglich. Okay, pass aber auf, ich muss noch passen, da nichts kommt oder so. Ja, ja. Zack. Welche sind wir hier? Ich guck sofort. 17, 16, 15, 14, 13. Okay. Ich guck einfach mal hier. Alles klar. Ich mach auch eine Spitzhacke. Ja, du kannst eine Eisenspitzhacke machen. Oben im Ofen sind noch ein bisschen geschmolzenes Eisen. Okay. Okay, hier das ist Höhe 11. Also hier können wir in alle Richtungen ausschwärmen. Okay. Spitze, warte. Hier. Ich habe Redstone gefunden. Redstone ist ganz gut für Erfahrung. Aber für sonst auch nicht wirklich viel. Weil Fallen werden wir jetzt am Anfang noch nicht so großartig bauen, aber das levelt gut. Einfach hier mal irgendwo lang. Aber wenn wir jetzt noch Dias am Ende der Folge finden würden, das wäre echt klasse, aber. Ja, aber ich glaube. Das schaffen. Mach mal eben X-Ray an. Ja, gut, mach mal an. Und sag mal dann, wenn du welche findest. Ja, wird gerade nichts angezeigt, Bug drum. Was? Mann, die Hexen auch nicht mehr das, was sie mal waren, oder? Ich brauche Hosuni. Nodus ist nicht mehr. Nodus ist so 2013. Slow. Okay. Okay. Jason, das ist deine die Hoffnung, ne? Dass du welche findest, ja. Ich hab nur Redstone gefunden. Heftig. Krass. Ich hab Dias! Ja, ich hab's gesagt, ich finde dafür noch Dias, dass ich die Koordinaten zu dumm gelesen habe. Doch, kannst du mir kommen, mein Lieber. Direkt. Wie viel? Ja, ich hab's noch gerade in den ersten, warte. Achso. Nicht abbauen. Erst drumherum und alles alles angucken, ne? Bau mal alles drumherum ab. Ah ja, du hast eh nur eine.
Ah ne, du hast auch eine Eisenspitzhacke. Ah, sind vier. Sind vielleicht vier? Ja, zwei Dia-Schwerter nee, auf jeden Fall. Als allererstes eine Spitzhacke, wegen Obsidian. Wegen Verzaubern. So verzaubertes Eisenschwert ist viel stärker als. Warte kurz, bevor du stimmt. Verzaubertes Eisenschwert ist viel sinnvoller. Ja. Wenn wir jetzt allein Schärfe 1 auf einem Eisenschwert ist besser als ein Dia-Schwert. Es sind noch mehr, guck mal, da oben ist noch einer. Es sind sogar fünf, das heißt ein Dia-Schwert und eine Spitzhacke. Okay, ist auch keine Lava in der Nähe. Oh, schnell einsammeln! Okay. Wir werden gekickt. Nice. Wir haben alles. Nice, am Ende der Folge in den letzten 10 Sekunden. Bau mal hier zu. Vielleicht. Warte, ich baue es hier mit zu. Ja, das sieht dann nicht so auffällig aus. Gut. Am Ende der Folge nochmal Dias gefunden und alle haben gedacht, oh, die Koordinaten hat er verkackt, der Junge. Aber dann. Nice. Das heißt, wir haben jetzt genug Dias für eine Spitzhacke. Haben wir 5 Dias? Ja, ne? Ja, wir haben 5 Dias. Also, wir können eine Spitzhacke machen und ein Dias-Schwert. Nee, stopp, wir machen Folgendes. Wir brauchen 2 Dias für den Verzauberungstisch. Das heißt, wir haben jetzt genug für eine Spitzhacke, und einen Verzauberungstisch. So, ja. Dann verzaubern wir unsere komplette Rüstung und unsere Schwerter. Ich habe 7 Level, glaube ich, oder 8. Ja, ich habe auch irgendwie 10 Level oder so. Wir haben Leder, wir haben Zuckerrohr, wir haben alles, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt nur noch Obsidian, das kriegen wir easy mit der Spitzhacke. Nice, okay. Das heißt, Verzauberung haben wir in der nächsten Folge sicher. Also dafür haben wir jetzt echt noch was gerissen. Ja, dafür, dass ich so sagen. Dumm war, Alter, und du deine Koordinaten nicht anmachst. Ja, sorry, Alter. Okay, nice, Leute. Gut. Oh, Prost, ey. Ich habe die Ansage gemacht, du darfst die Abmut machen. Gut, dann mache ich die Abmut. Dann auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Varro-Folge wieder. Der Simon ist jetzt erstmal ein paar Tage weg. Nee. Aber. Ich bin schon wieder lange zurück. Achso, ja, okay, stimmt. Ich bin jetzt. Ich verplan das voll, weil wir. Weil wir drehen ja Voraus auf, ja. Gut, auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns dann in dem nächsten Video wieder und haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal und ciao.